Und dann gucke ich so nach oben und sehe zwei Mitarbeiter des Ladens. Jo Leute, was geht, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Heute geht es mal ganz schlicht und weg um eine lustige Story. Bin ich gerade dumm wie Scheiße? Ja! Lustige Story, und zwar ist es eine Story, die mir gestern passiert ist. Oh Mann, das ist einfach so peinlich, das kann eigentlich gar nicht lustig sein. Und zwar ganz einfach, es war gestern, ich wollte zum Friseur gehen, aber der Friseur hat geschlossen, aber es hat gar nichts damit zu tun. Ja, ich ging also nicht zum Friseur, anstatt dass ich dann zum Friseur gegangen bin, ist dann, Alter, was ist denn los, Mann, ich werde einfach 30 Mal hintereinander gekickt. Anstatt dass ich dann zum Friseur gegangen bin, bin ich dann so ein bisschen durch die Stadt gegangen, weil ich meine Mama hätte mich eh nachher erst abgeholt. Ihr glaubt nicht, wie heiß es draußen war, also ich wäre mit dem Fahrrad gestorben, vor allem weil das noch ein richtig langer Weg ist. Ich hätte auch zu dem Friseur hier nebenan gehen können, aber den mag ich dann nicht so hart, also no hate und so. Aber immer noch, also ich mag ihn halt nicht so krass, aber naja. Auf jeden Fall war es dann so, ich gehe dann so in so einen Laden rein und denke mir so erstmal nichts Böses und sehe dann auf einmal so, dass es so ein richtiger Laden, so für ältere Herren, so für Schnösel etc. Und ich gehe da so rein und dann denke ich mir so die ganze Zeit so, ach du Scheiße, ist das ein Kackladen, ne? Ich denke mir das die ganze Zeit im Kopf. Naja, auf jeden Fall ging ich dann so durch den Laden und dachte mir die ganze Zeit nur so, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja, dann ging ich so in die obere Abteilung, dachte, da könnte ja vielleicht irgendwas Besseres sein. Geh in die obere Abteilung und dann dachte ich, ich wäre komplett alleine, denn es war alles leise in dieser oberen Abteilung. Niemand hat ein Wort gesagt. Man konnte nichts ahnen. Also ging ich da so her und denke mir so, hab halt so laut gedacht, oh mein Gott, sieht das kacke aus. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Laden? So habe ich mir halt so die ganze Zeit so gesagt. Und dann gucke ich so nach oben und sehe zwei Mitarbeiter des Ladens. Und die gucken mich so böse an. Ich glaube, so einen miesen Blick habe ich noch nie bei jemandem gesehen. Also das war richtig krank. Ja, sah auf jeden Fall schon richtig scheiße für mich in der Situation. Ja, in dem Moment habe ich einfach nur noch gelacht und bitte nein, 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 bitte lass ihn nicht. Nein! Naja, auf jeden Fall bin ich dann so schnell wie möglich aus diesem Laden rausgegangen, habe mir nur so gedacht, oh fuck, das war ziemlich peinlich und ziemlich scheiße und bin nie wieder in diesen Laden reingegangen. Gut, es ist mir zwar erst gestern passiert, aber ich werde mir auch für die Zukunft vornehmen, da lieber reinzugehen. Erstens, weil ich überhaupt nichts von den Sachen haben will und zweitens, weil ich glaube, ich bin da jetzt nicht mehr so erwünscht. Naja, auf jeden Fall, was ihr in so einer peinlichen Situation machen könnt, ist eigentlich einfach nur entweder weggehen oder euch in den Boden schämen. Wenn wir mal den Hurensohn machen. Hast du mein Leben, Alter.